Hallo, ja, ich bin auch da. The Division, schönes Spiel. Und wir haben ja schon eine Mission, die wir angehen müssen. Genau, wir haben uns entschieden, die Hudson River zu nehmen, beziehungsweise das Hudson Flüchtlingslager. Da werden wir jetzt hingehen, das geht dann wieder in unseren Met-Flügel. Ja. Ja, Schauen wir mal. Potenzial ist da am Flüchtlingslager und ich finde ja auch die Nacht so schön. Ich hoffe ja, dass nochmal so ein geiler Schneesturm kommt, weil der schaut einfach immer sehr, sehr nice. Oh. Hier Oh, wird die schießen geschossen. da. Ja, ist Wir haben Blitzschlag. Flüchtlinge erschossen. Ja. Das kann ich nicht zulassen. Oh Mensch, ey. So. Haben wir es jetzt? Ja, Entschuldigung. Ich wollte mich nur rächen. Okay. Warte, was liegt denn da? Da habe ich was zum Öffnen. Ein Werkzeug, das nehme ich jetzt Bin noch ein schnell mit. Agent, ein Gesetzeshüter. Ich muss doch dran. Ja, Papa, na Ja? Papp. Na, ich muss doch irgendwie, weißt du? Nee, wir machen doch Das ist meine schon. Rolle. So. Auch wenn ich cool aussehe, wie. Ja. Jason Derulo. Ah. Jason Derulo. Was ist denn das hier eigentlich? Hier kann man reingehen. Gibt es hier wieder irgendwie was zum Looten? Oh, hier gibt's Loot. Loot, Loot! Loot, Loot. Nahrungsmittelkonserve. Wäre den Loot abgegriffen, Müsliriegel. Dieses Zeug kannst du übrigens auch Zivilisten geben. Die freuen sich dann. Hier geht's ja sogar noch hoch. Lager, ein Warenlager. Oh, eine Tür. Oh, da geht's noch raus. Okay, wir können weiter. Ich Okay. bin wie ein Eintagsfliege. Ich lasse mich leicht ablenken. Ja, deine Aufmerksamkeitsspanne auf unsere wichtigen Missionen, weißt du, die Stadt setzt auf uns. Und du rennst hier Ja. einfach mal so in irgendwelche Läden, guckst dich so um. Die Stadt setzt auf uns und deswegen habe ich auch jemanden gerettet. Der Hund schaut Finde mich ich böse an. Oh. vollkommen legitim. Lass bloß den Hund in Ruhe. Ja, ich liebe Hunde, ich mache den auch nichts, aber er knurrt mich an. Ich habe ein Okay. bisschen. Ich hab Dann lass ihn ey, halt. Selbstschutz. Vielleicht. Hi, Hundi. Oh, nee, mich knurrt er nicht an. Ja, Ist der genau. verletzt? Oh, Oh, so. Also Hundi. ich gehe jetzt da mal rein. Wo willst du hin? Agent, hier ist Dr. Ah, er pinkelt Garland. da nur hin. Ich wollte nochmal Na betonen, gut. wie wichtig es ist, Ich alle habe ihn nur Zivilisten zu schützen, denen sie beobachtet. begegnen. Es ist sehr Safe House wahrscheinlich, dass gesperrt. Hier gibt's einige ein dieser Safe Leute die House? Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, Am sie haben Hudson River. Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu Wo bist denn bekämpfen. du? Ich bin Und die schon. Kranken? Ich Eine bin breitere schon leider. genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mein Gott, Mutationsrate du zu bist ein bestimmen. bisschen, hast du mal ein Also bisschen eine eilig hier. umständliche Art zu sagen Ich ist, bin ja dass nicht die zum Leute Spaß am da. Leben bleiben müssen. Will Ich ich. habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Aktives Echo-Signal geortet. Alter! Ja, nee, das war schön. Ist das hier wieder cleaner, oder? Ja. Das erklärt's. Oh. Was liegt denn? Was ist denn das hier eigentlich noch? Cloud-Daten. Überwachungsdaten. Was hat. Analysiere. Irgendwas. Boah. Aha, erwischt. Also ich muss hier mein Echo aktivieren. So, pass, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Oh ja, Gulasch, Aktivieren. eine Gruppe von Überlebenden. Ich habe hier irgendwas aktiviert, so ein Echo, keine Ahnung, Schatz. Was ist das denn? Gulasch. Okay. Ist denn das? Ich weiß es nicht. Das sieht man so, Echo-Daten scheinbar, die so dagestanden sind. Dose Gulasch. Aktueller Status unbekannt, Student, keine. Alles klar. Okay, ich glaube, wir können hier. Das ist ja mal cool. Cool gemacht, auf jeden Fall. So, wo Produkt der ist. Marke Most 24. Rückrufaktion für kontaminiertes Fleisch. Boah, wie cool. Aber was macht man hier? Also hier muss es doch irgendwas geben. Ist vorbei. Ah, da ist jemand. Ah, erste Hilfe. Nehme ich mit. Nehme ich Nehmt er mit. mit? Eiskalt nehme ich das mit. Das hier? Eine wattierte Weste nehme ich auch mit. Oh, die sind wieder stärker.
Oh. Da. Komm schon. Der ist ein bisschen weit weg. Diese Entdeckung bleiben, diese Feigen. Ah, da mal, die machen mir Schaden, aua. Tut so weh. Erwischt. Schön. Erwischt. Ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Lebens... Oh, da ist Munition, die glaube ich, kann ich diesmal gebrauchen. Nur wo ist die Munition? Ah, da. Na, das ist keine Munition, das ist hier. Oh, nice. Hilfe. Nice. Ich bin voll. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist, haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Checkpoint. Jeden Tag, Doktor. Klingt was. Oh, da ist eine Bombe. Oh, da sind zu viele Bomben. Ich nehme mal schnell Heilung und kann nämlich jetzt mir dann wieder das Medipack aufnehmen, was ich vorher gerade nicht nehmen konnte. Das ist noch eine Bombe. Hier sind überall Bomben, das ist ganz... Kann man die kaputt schießen? Ja, kann man. Gut. Jetzt auf die zweite Mine geschossen. Ich werde da gleich mal reingehen. Das sieht danach aus, als ob hier irgendwas sein könnte. Und dann Zivilist. Ich komme jetzt hier. Ah, ja, das Feuer geht langsam weg. Wenn das so klimmt, ja, dann kann ich schon rein, ja. Also hier geht's weiter auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt hier in dem Zug. Schau mal, gibt's da drin was? Ich gucke. Auf jeden Fall ist noch eine zweite Bombe da. Ich will jetzt. Vielleicht gibt's hier einen geilen Loot, deswegen will ich da noch gucken. Geil Loot. Lootbox. Hier kommt man raus. Naja, das passt, das war der Weg. Ja, naja. Ja, Checkpoints sind da. Ja, hier drin ist auch welche. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Oh oh. Ich glaube, was gab's denn hier dann? Am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Ach, wahrscheinlich ein Kämmermann von hier. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Das ist eine Bombe. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle ended. Wie hier überall Bomben liegen, ey. Ja. Nicht nett von denen, nicht nett. Nee, die sind hier ganz schön ekelhaft, die Bomben überall. Da ist jemand. Oh, ich sehe gar keinen. Ah ja, ja, mach ihn weg. Sehr gut. Erwischt. Ah, schade, ich dachte, der nimmt den anderen mit. Das wäre eine schöne Explosion gewesen. So. Oh, da drüben ist wieder eine Bombe. Können die eigentlich im Nachhinein noch in die Luft springen? Kann man nicht. Da drüben noch eine Bombe, Probach, ja. Sehr gut. Da muss man echt aufpassen hier, du. Ja. Aber man hört es ja glücklicherweise vorher piepen, dann kannst du ja schnell wegspringen. Naja, hatte ich vorher auch gedacht. Gibt's noch mal irgendwo? Da. Hinter mir explodiert alles. Dann kommen wir doch bestimmt jetzt hier lang. Aber hier ist. Oh. Da ist nochmal eine Bombe. Da mal. Nur Bomben hier. Das Werkzeug, kann man das mitnehmen? Normalerweise kann man noch Werkzeug mitnehmen, ne? War eine gute erhobene Position. Da ist was. Ja, ja.
Ein Jagdholster, ein grünes, nice. Herr Lute, ich schieße hier die Gegner platt. Er ist da drüben irgendwo unterwegs. Naja, keine Ahnung, was er macht. Exploration. Ich weiß ja nicht, wo du hin bist. Ja, hallo, hier geht's weiter. Was heißt Exploration? Ja, aber guck mal, ich bin hier draußen. Ich habe hier was Schönes gefunden. Dadurch, dass ich wurde belohnt, dass ich mir das hier angeguckt habe. Ich mach die Arbeit. Er ist shoppen. Wie, echt, unsere Mann-Frau-Beziehung, die geht hier einfach weiter. Ich bin überhaupt nicht shoppen. Ich habe mich umgeguckt. Das muss man machen, das ist wichtig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da rüberkomme zu dir. Ah, guck mal hier. Warum ist denn das so ein Laserpointer? Hallo. Siehst du? Mehrere Wege führen nach oben. Ja, ist gut. Ja, ich sehe da wieder Gegner. So, habt ihr da irgendwas, den ich in die Luft jagen kann? Nee. Doch. Schöne Explosion. Ja, ich glaube, das war's. Es piept ja auch, das war's. Schaut ganz gut aus. Mit zwei gezielten Schüssen und darauf folgenden Explosionen. Oh, da ist... Oh Gott, ich hatte fast hier so einen... Zivilisten erschossen. Das sind lauter Zivilisten, alles klar. Was? Eine M249B. Ein Maschinengewehr. Ja, ich hätte gern Sniper. Ich muss sagen, da bin ich ein bisschen neidisch, dass du das hast. Ich glaube, das muss ich mir im Zweifel mal spätestens craften. Ziel erfüllt, feindliche Cleaners ausschalten. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Ja, natürlich. Oh. Alarm, chemische Zusammensetzung und wir sollen es untersuchen. Es ist tatsächlich Napalm. Ah, ja. In diesen Mengen müssen sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zeltstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ja, natürlich. Ach, man kann auch... Wenn man V gedrückt hält, kannst du dir übrigens auch andere Dinge... Ja, das weiß ich. Da habe ich die Explosionsgeschoss zum Beispiel, das wo ich das letzte Mal geschossen habe. Geschossen. Oh, da endlich auffüllen, die Munition. Sturmgewehr war ganz schön am Ende schon. Die Munition. Hier. Ja, Napalm, du schießt natürlich Sprengkörper, ne? Na klar. Da sind sie weg. Zwei gezielte Schüsse auf die Tanks. Und noch ein Schuss auf den Tank. Nee, Mann. Ich bin einfach ein Snipper, Junge. Er ist so ein Snipper. Aber ich tue meine Munition nochmal auf, wenn ich schon hier stehe. Bietet sich ja an. Ui! So. Weggeschrotflintet. Alter, er hat einfach mal den Shit an Bord. Sniper, Schrotflinte. Ja, logisch. Da bin ich mich, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Sturmgewehr bin ich sehr zufrieden bis dato. Das ist echt geil. Ich bin mit meiner Waffenkombination sehr zufrieden. Was auf Distanz und was auf Nahkampf. Also auf die 2, da brauche ich noch was, aber... Aber ich glaube, wird sich ohnehin öfter mal wechseln, weil es ja so an sich keine richtige Waffenspezialisierung gibt. Also man kann dann nehmen, was kommt. Was ich auch gut so finde. Absolut, absolut. Was ist denn da? Hier ist irgendwo ein... Warum ist da unten was Rotes? Hat er mir gegeben. Hey Sniper, komm, mach was. Sehr gut, ich sehe schon.
Wohin rennt der andere da? Alter. Das war ich. Also das war mein Special. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Ja, klar. Sobald wir fertig sind, dann kommen die. Und genau, vor allem eine Einsatztruppe. Sobald wir fertig sind, kommt die Einsatztruppe. Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Wie's? Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder die Kransteuerung erreichen, alles klar. Ich will das mal glauben. Ach, danke, da drüben. Doktor. Also los, Agent. Was ist das? Ah, wieder eine M249B. So. Ach, du hast einen Geschützturm? Ja. Aber der hat auch einen Geschützturm, der ist ja unfair. Und der hat eine Granate. Alter Verwalter. Granate, Geschützturm. Ja, so eine brennende Granate, Junge. Eine brennende Granate, man könnte auch sagen Molotow. Ja, das, irgendwas hat's gemacht, einfach bumm, weil meiner Nähe. Aber es wäre auch uncool. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach. Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Sie ist geil. Im Lauf, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um die gesamte Menschheit. Es läuft einfach, es läuft. Die sind ja alle sehr sarkastisch da gerade im Funkeln. Ja, absolut. Auch nicht. Ich glaube, die mögen sich nicht. Es wirkt zumindest, oder es interagieren. Die Menschheit ist am Sterben, die fotzen sich gegenseitig an. Ja. Kann man mal machen. So, sicherheitshalber nochmal auffüllen. Sturmgewehrmunition, alles klar. Kommt wahrscheinlich gleich ein Boss. Ja, den erwarte ich jetzt auch. Boah, da unten sind ganz schön viele. Ich warte mal auf dich. Willst du dein Ding hinschießen? Ja, auf die Rechten. Oh Gott. Ja, runter. Okay. Definitiv. Dann komme ich schon wieder den nächsten. Alter Verwalter, das ist auch ja nicht langweilig. Oh, da hinten ist der Martin, ist das der Boss? Obacht, kommt dir was entgegen? Ja, krass. Ja, kannst du zu mir robben? Ja, ich versuch's gerade. Versuchen, da Decken zu robben. So, ich bin hier bei dir. Ich musste kurz weg, da ist eine Molotow gekommen. Brenne. Okay. Nice. Erstmal heilen. Erstmal endlich nachladen. Sehr schön. Lol. Das killt ihn nicht mal. Nee. Aber es hat ihm eine gehörige Menge an Schaden gemacht. Oh, da ist er wieder. Mach sie weg. Obacht, kommt was geflogen. Autsch. Mein Gott, hey. Ja, es wird hier definitiv nicht langweilig. Da ist noch ein Boss.
Ja, der Martinez ist der einzige Boss, den ich, also die anderen waren halt stärker, aber der Martinez ist der Boss. Der Real Shit. Ah, wow. Festgesetzt. Wie oft ich dem jetzt in den Kopf geschossen habe. Ja, ich habe sehr gut. Weggesniped. Hat er ihn weggeschnippt, du. So, was haben wir hier? Das ist schnittresistente Handschuhe. Kann man immer gebrauchen. Gerade ja, in dieser unwirklichen Welt. Auch zwei Green Stuff von ihm bekommen. Komme ich denn da rein? Ah, das Tastenfeld benutzen. Recht simpel sogar. Ich würde mir. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Natürlich kann ich den Kran steuern. Was ist für eine Frage? Leichte Schoner, Holovisier und leichte Weste. Ein Holovisier ist natürlich sehr nice, gerade für Sturmgewehre kann ich das wahrscheinlich dann später noch gebrauchen. Du steuerst den Kran oder? Ich gehe mal hier hoch und dann schaue ich mal, was da passiert, ja. Laptop benutzen. Moment. Ich sag dir gleich, ob ich den steuere. Unterbrechen. Der hat sogar eine Sequenz, der Kran. Ja. Aber, nee, ich mache hier nichts. Ich habe nur gedrückt. I have just pushed the button. Push the button. Wie, was liegt denn da? Das sind nur Masken. Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Der Boom! Wow. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren. Da gibt's was für die Medizinflügel. Wechseln wir auf einen anderen. Da gibt's einen neuen Beweis. Sollen wir uns den mal schnell anschauen zusammen? Für unsere Zuschauer? Ja. Pass auf. Im Inventar. Wir starten zeitgleich. Was hältst du davon? Oh, ja, ich muss erstmal suchen, wo der ist. Ich such's auch gerade. Ah, hier. Bei Beweise. Was ist das? Die Virusberichte, ne? Wo? Na, bei Aufklärungsdaten. Links oben. Im Inventar, oder was? Genau. Und was dann gut. Müsste das... Übersicht, Charakter, Taschen? Ganz links oben. Übersicht. Aufklärungsdaten. Was? Drück mal Escape. Ja? Ach, da, sorry, ich dachte im Inventar selber. Nee. Der Virusberichte, ja? Virus schauen wir uns mal an. 1, 2 müsste es sein. Jo. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände. Ja, war übersichtlich. Ja. Das war übersichtlich. Ich würde gerne noch, weil ich habe das nicht gezeigt, das Rikers-Video von dem Polizeiauto zeigen. Mhm. Das ist nämlich recht happig. Das zeigt so ein bisschen, warum das Spiel ab 18 ist. Weil so finde ich es nicht ab 18, aber dieses Video ist so. Hast du das schon gezeigt? Mit dem Polizeivideo habe ich nicht gezeigt, nein. Willst du das auch gerade zeigen? Mhm. Dann warte ich noch kurz, bis du auch soweit bist, weil das, wie gesagt, so ab 18 und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal und dann wissen wir, was los ist. An alle, haben einen möglichen Temp 13. Halten Sie da Wagen 5-5 Ausschau, over. Moment, ist er das? Oh nein, ich mache Meldung. Zentrale hier, Wagen 2-4. Wir haben Einheit 5-5 gefunden, ist verlassen, over. Verstanden, over. Heilige wow. Scheiße! Scheiße, die sind hinter uns! Da ist es! Los, fahr! Los, los! Zentrale, ihr Wagen 2-4, wir sind... Wagen 2-4, was ist da draußen los? Zentrale, hier ist Wagen 2-4, wir sind... Wir werden... Stopp, zurück! Jo. Sehr beklemmendes Gefühl. Sehr beklemmendes Video und zeigt aber, wie gesagt, warum das Spiel meines Erachtens eine Ab-18-Freigabe definitiv verdient. Sowas braucht sich ein Jugendlicher nicht unbedingt reinziehen. Mit den Zivilisten finde ich, das wird auch recht krass. Ja, das ist auch happig. Aber gut, jetzt haben wir hier, oh, da liegt doch, da ist doch was Blaues. Ah, da ist es, da komme ich ja hin. Auch ein Beweis, oder? Die Dark Zone. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Telefonaufzeichnung war das? Bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht. Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Teller anschauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel.
So, ich würde sagen, wir rennen mal Richtung Operationsbasis zurück zum Ausgangsstandpunkt. Genau. Und dann, ja, Dark Zone hat er gerade gesagt, werden wir vielleicht auch bald in den Genuss kommen, da mal reinzuschnuppern. Das sind wieder böse Jungs. Oh, die haben was Blaues droppen lassen. Warte, mir nicht. Ah ne, sorry, hat nur auf... Oh, das hat nur, also aufgrund des Lichts... Oh, schaut cool aus mit der Sonne. Hat das grau-blau gewirkt, deswegen... Kann man hier eigentlich irgendwie das Interface, das UI ausblenden? Das wäre mal interessant. Bestimmt geht es irgendwie, aber... Ich finde das UI gar nicht so störend, also bis auf vielleicht die Anzeige neben einer Person, aber sonst ist es eh sehr dezent, was ich ganz angenehm finde. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber ich meine, ja, für einen Screenshot oder für Thumbnails würde ich sowas immer machen. Naja, klar, weiß schon. Oder neben uns ist was Rotes, sollen wir die noch wegmachen? Ja, können wir machen. Mal ganz kurz die Operationsbasis da sind viele. Als Ziel. So, und wo ist der da hinten noch? Da ist er. Jo. Die sind alle mal weg. Man muss ja. Wir haben gehört, wir müssen was für unsere Umwelt tun und wir sind ja die Guten. Dementsprechend gehört sich das, dass man auch mal die Bösen auf dem Weg zurück beseitigt. Man auch mal ein bisschen Dreck wegwirft. Also richtig. Wegschafft. Ja. Ja. Die Leute wissen schon, was ich meine. Wir haben ja keine dummen Zuschauer. Pennsylvania. Geh einfach aus dem Weg. Genau, geh einfach aus dem Weg. Ja, hat sie recht. Besser ist das. Eigentlich, das ist das Lincoln Memorial, oder? Ich kenne mich in New York ehrlicherweise gar nicht aus. Was aber Lincoln ist? Memorial meinst du nicht, das ist jetzt nicht das, was in Ding ist, oder? Der Abraham ist doch in Washington, oder? Aber nicht, dass ich mich jetzt blamiere, aber ich denke jetzt gerade an das Ding, wo der drin sitzt. Da ist sie. Schade, man sieht sehr schwer. 14 Yards Plaza. Pennsylvania Plaza sind wir. Ah, never mind. Nein, das ist natürlich nicht Lincoln Memorial. Ja, Lincoln Memorial ist, glaube ich, in Washington. So. Jetzt gehen wir rein. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade da drauf kam. Du wolltest einfach die Leute testen, ob sie das überreichen. Ja, selbstverständlich, genau so wird es sein. Nee, es scheint einfach hier das Postamt zu sein von... Ja, das, wo wir hier drin sind, das ist das Postamt. Ja, ja. Das steht ja auch bei der... Also das, ja, definitiv. Sierra State. Econ Area. Schön. 500 reicht noch für einen der größeren. Ja, ich überlege gerade, Wissenschaftler, die arbeiten und dafür Daten und Ausrüstung nutzen, die von Agenten. Ja, das ist ein Hilfspass, ob der halt ausgeschaltete Verbündete wiederbeleben kann. Kommen ja immer mehr Leute rein. Ja, es wird immer belebter hier. So. Schauen wir mal. Das Virenlabor, Quarantäne, Intensivstation. Ich glaube, ich baue die Intensivstation aus. Ich glaube, das ist, da freuen sich die Leute. Und da gibt es auch einen Defibrillator. Das ist doch gut, das ist teamdienlich. Das nehme ich mal. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. So. Und hier dementsprechend, hier ist jetzt eine Intensivstation am Start. Ich nehme ins Virenlabor. Das wird Leben retten, Agent. Und dann sieht man also dementsprechend hier, dass da jetzt einer drin arbeitet. Also man belebt langsam sein Postamt und dementsprechend die Leute. Und hier wird es auch immer mehr. Also man sieht schon auch an Progress hier drin. Das finde ich sehr schön. Die Apotheke ist noch offline. Ja, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Danke, Rio. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.